Die Bar ist eröffnet. Und während Diogo Emmys Hüften kreisen lässt, müsste uns mal jemand über Dominik und Pauline aufklären. Sandra vielleicht? Ja, Paulina fühlt sich auf jeden Fall wohl mit Dominik. Sie hat ja auch nur Gutes vom Date erzählt. Und auf Worte lassen die beiden nun Taten folgen. Diese Berührungen sind auf jeden Fall nicht freundschaftlich. Könnte man so interpretieren. Auf jeden Fall sind da Funken, auf jeden Fall. Ich sehe da schon immer wieder irgendwie ist da was. Nur was? Ich glaube, die fühlen sich sehr gut miteinander. Und was sagt Paulina dazu? Ich bin gerne in Dominiks Nähe. Er gibt mir ein gutes Gefühl. Ich mag ihn auch sehr gern. Und was soll ich jetzt dazu sagen? Nichts. Blicke sagen viel mehr als Worte. Wir beide suchen einfach den Körperkontakt zueinander und ich genieße es. Ich denke, auch sie genießt es. Ja, wenn sie in meiner Nähe ist, glaube ich, vergisst sie den Henrik. Und führe mich nicht in Versuchung? Nein. Sondern löse uns von den Bösen. Ja, genau, deswegen. Du blöder Temptation. Die Beziehung zwischen mir und Paulina ist sehr kompliziert, sagen wir so. Klar, sie ist ja noch immer eine vergebene Frau. Nur, das ist die Insel der Verführung. Das ist Temptation Island. Und hier kommt es eben auch dazu, dass das Schicksal es wahrscheinlich so anders will. Jetzt legst du es voll drauf an, ne? Jetzt legst du es voll drauf an. Ich hab dir ja gesagt. Es ist eine blöde Situation, sagen wir mal so. Ist halt schwierig. Es ist auch kein Spiel so von meiner Seite aus. Ich meine es auch wirklich ernst mit dir. Das Gefühl, glaube ich, gebe ich ihr auch. Und ich hoffe, das geht einfach so weiter. Unsere Singles haben sich ordentlich ins Zeug gelegt. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, streamt jetzt die neue Folge auf RTL Plus. Zur Playlist geht's hier lang. Und nicht vergessen, abonniert den Kanal.